Alles begann mit einer neuen, friedlichen Runde in Irland. Rat ist einfach komplett kacke, aber ist auch egal. Also unser Ziel ist es, Irland einzunehmen. Ich einfach hintenrum ins Löschen, ne? Die brauchen wir schon mal nicht nehmen. Die ist ungeduldig, wir sind ruhig. Junge, warum hat die nur zwei Verwaltungen? Ich glaube, wir nehmen dann sie. Eigenwillig ist okay. Nur, egal. Arrogant, passt auch. Und wir haben Druckmittel verwerfen, Interaktion. Das passt schon. Die 17, wen haben wir hier noch? Anju, aber auch nicht wirklich gut. Wir können ja eh drei Frauen heiraten. Das ist halt super entspannt. Das heißt, wir verheiraten uns jetzt erstmal mit der 17-Jährigen. Die heiraten wir auch. Dann nehmen wir die noch. Scheiß drauf. Fuck. Ehre. Ehre. Die ist schon direkt richtig mad auf uns. Ehre. Der wichtigste Bündnispartner in dieser Fehde ist Ormond. Mit ihm startet dieser ganze Komplott. Mehr dazu gleich. Ja, sonst würde ich sagen, marschieren wir gleich einfach da oben rein und gucken mal, ob wir den Krieg gewinnen können. Oh lol, ich kann ihn nicht auflösen, weil die in der Nähe sind. Ja, und mit dem halt nochmal aufs Maul. Das ist nicht so gut gelaufen. Jetzt kann ich. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal eben unsere Armeen wieder aufbauen. Dann marschieren wir hier gleich rein. Wenn ihr Schulden habt, könnt ihr keinen Krieg erklären. Warum nicht? Jetzt müssen wir wieder warten, bis wir Gold haben. Wallah. Wobei, der hat jetzt noch weniger Truppen, ne? Ihre militärische Stärke ist unserer weit unterlegen. Das lese ich gerne. Krieg erklären. Abfahrt, Junge. Dem hauen wir jetzt aufs Maul. So, der intet direkt rein. Wir gucken jetzt, dass er dem direkt auf die Fresse haut. Und dann mischen wir uns ein. Jetzt. Das ist die Hintenrum-Taktik. So, jetzt hauen wir dem schön aufs Maul. So, und jetzt wird hier eingenommen. Jetzt kommt der von hinten. Pass auf. Zack. Und wir haben den Krieg. Zack. Gewonnen. Und somit begann eine Reihe von Kriegen in Irland. Wir halfen unseren Partner in Crain Ormond in der Schlacht um die Grafschaft Dissent, die wir erfolgreich für uns entscheiden konnten. Kurz darauf eroberten wir im Duo die Grafschaft Tormund und erweiterten so unser Land um einiges. Der Typ war auch los, aber das nur so am Rande. Und der letzte Krieg dieser erfolgreichen Kampagne wurde in Ennis geführt. Ein geplanter Schachzug, da er sich zuvor mit einem Verbündeten im Krieg befand. Wir nutzten diese Gelegenheit und eroberten abermals eine weitere Grafschaft. Doch dann, zwei Tage später. Und dann versuchen wir nämlich gleich, wenn wir ein bisschen mehr Gemeindekontrolle haben, einen Krieg anzuzetteln, ohne den Krieg zu führen. Ich glaube, die wollen unserer Truppe aufs Maul hauen. Jo, machen wir nicht. Wir gehen wieder zurück in unsere Lande. Wir haben Krieg. Und wir schlagen die in die... Lol, wir gewinnen das. Verwunden ist egal, wir haben Arzt. Wir gewinnen das. Lol. Trafen wir unseren Goliath. Ein Mann, von Stärke, Achtung und unfassbarer Gerissenheit. Manch einer nennt ihn auch den Knochenlosen. Okay, eine alte von uns ist tot, das ist nicht so Jo, was passiert hier gerade? Jo, nice. Das ist echt scheiße. Das ist tatsächlich nicht gut. Wir haben halt jetzt ein ganz dickes Problem, weil uns hier jemand den Krieg erklärt hat. Und wir waren gerade auf Raubzug und haben nur 990 Mann. Wir haben ein richtig großes Problem gerade. Also das, was Eicheland ist, gehört uns. Unser Freund Ormond und wir, die Eichelande, gegen den großen Jarl Ivar. So, und den müssen wir jetzt wegprügeln. Der nächste Verbündete, Junge, mit 2857 Mann.
Und wir haben einen Häuptling gefangen genommen. Das ist richtig gut. Der erste Sieg gegen Ivar ging an uns, aber auch Ivars Verbündeten wollten uns aufs Maul geben, Alter. Wir müssen jetzt erstmal flüchten. Und jetzt inten wir rein, Und wir verlieren den Krieg trotzdem. Das ist so scheiße. Wer ist er überhaupt, Digga? Wo kommst du her? Er kommt hier aus dem Norden. Was? Wir haben echt ein Problem, ne? Und da kommen noch mal 1000. Kann ich mit dem Frieden aushandeln? Der will Eichelland haben. Nee. Scheiße, Junge. Also, no joke, wir werden das sowas von verlieren. Das ist halt sowas von verloren, ne? Er ist einfach verloren. Wir haben einfach Eichelland verloren. Wir verloren Eichelland und damit nicht nur eine Grafschaft, sondern auch Ehre. Aber es aufgeben kam nicht in Frage. Nein, wir schmiedeten Stück für Stück den Untergang des Jarls, angefangen bei seinem Sohn. Hat er noch mehr Söhne? Wir bringen jetzt erstmal sein Kind um. Digga, der Bastard wird sowas von büßen, ne? Wir haben nicht mal mehr Ratskanzler. Wir haben gar nichts mehr jetzt. Das war eine vernichtende Niederlage. Aber nichtsdestotrotz gibt es bald aufs Maul. And he's fucking dead. Der hat schon wieder neu... Der wird umgebracht. Ich bring deine Erben um, ist mir scheißegal, Digga. Du dummer Bastard, ich bring deine Erben um. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich bring einfach jeden aus seiner fucking Familie um. Du dummer Spasti, Alter. Gib mir mein Land zurück. Ich muss diesen Typen einfach um die Ecke bringen. Ich will mein Land wieder haben. Richard, genau dasselbe denke ich mir auf. Wir werden ihn umbringen. Und danach werden wir sein Kind umbringen. Und seine ganze Sippe. Wir werden einfach seine ganze Sippe ermorden. Dieser... Oh mein Gott, ich habe so einen Hass gegen den Typen, ne? Wir sind relativ ehrenwürdig, ne? Ich werde dich... Wenn du stirbst, ne? Ich werde einfach deine Leiche schänden. Marvin hatte eine Idee, um den Krieg schnell und effizient zu gewinnen. Im Intrigen-Skilltree gibt es einen Skill, der dem Spieler erlaubt, seinen Feind zu entführen. Das Resultat im Verbund mit einer Kriegserklärung und der damit verbundenen erfolgreichen Entführung ist, dass der Kriegserklärende automatisch gewinnt. Geträgt Zahn. Dann entführe ich dich halt. Das wäre auch egal. Ich will den entführen. Der muss einfach weg. Also in der Entführung wird halt Folgendes machen. Wenn wir einen Krieg anzetteln gegen ihn und ihn vorher entführen, haben wir instant den Krieg gewonnen. Das wäre jetzt so der Five-Head-Move, wisst ihr? 3 ingame Jahre später und der Sieg ist greifend nahe. Oh, Freunde, wir kommen auf die 3 Monate. Okay, wir können ihn jetzt entführen. Das heißt, wir erklären jetzt Krieg auf Eicheland. Und haben den Krieg instant gewonnen. Eicheland gehört wieder uns. Der Kult im Chat feierte den Sieg und nannte den Jarl sogar ein Mistvieh. Ehre. Ein Mistvieh weniger. Ja, Mann. Ein Mistvieh weniger. Aber Eicheland ist wieder in unseren Händen. Aber hiermit nicht genug. Der Machtkampf und die Intrigen gegen den Jarl nahmen noch größere und schmutzigere Züge an. Doch wie diese Geschichte weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. twitch.tv/marvin_vox. Lasst ein Follow da. Ehre.